Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, nimm so einfach in den Arm. Hi, ich bin Leo. Ich bin Bestatterin und deswegen war ich letzte Woche hier. Und seitdem sind ein paar Fragen über Instagram eingetroffen und die werde ich jetzt beantworten. Was ist an dem Tod so schlimm, dass alle Angst davor haben? Naja, der Tod ist halt was Endliches. Wenn jemand einmal tot ist, kriegst du ihn nicht mehr zurück. Anders als vielleicht bei einer Trennung, wo jemand noch in der gleichen Stadt wohnt und ab und zu mal gesehen wird, ist der Tod ja schon was sehr viel Gruseligeres. Kann man den Tod eines geliebten Menschen am besten verarbeiten, wenn man darüber nachdenkt? Oder sollte man ihn verdrängen? Das kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil das kommt immer auf dich selbst an. Ich habe aus Erfahrung so ein bisschen gelernt, dass es immer gut ist, sich an allem zu beteiligen. Also mitmachen, sich mit Leuten unterhalten darüber, was man fühlt. Nicht verdrängen am besten, weil ich kann mir vorstellen, wenn du es verdrängst, dann holt es dich immer wieder ein. Und wenn du darüber redest und es aus dir rauslässt, was da in dir drin ist, dann könnte es doch eigentlich schneller gehen, das zu verarbeiten. Hast du durch deinen Beruf weniger Angst vor dem Tod? Ja und nein. Ich habe natürlich große Angst vorm Sterben. Ich weiß ja nicht, wie es passiert. Das weiß ja niemand. Vor dem Tod, also alles, was nach dem Sterben kommt, habe ich keine Angst mehr. Weil ich genau weiß, wer mich bestatten soll und wie das aussehen soll, welche Musik gespielt wird bei meiner Trauerfeier. Und ich weiß ja auch, was hinter den Kulissen passiert. Ich kenne ja die Kühlräume, ich kenne ja Särge. Ich weiß genau, wie alles aussieht. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz beruhigt, was das angeht. Wie kann man am besten damit umgehen, wenn man selber große Angst hat zu sterben? Vielleicht sich damit auseinandersetzen. Warum hast du Angst davor? Vor welchem Schritt genau? Also hast du Angst, dass das Sterben wehtut? Das kann ich dir nicht nehmen, das kann dir niemand nehmen. Ich selber habe auch große Angst vor dem Sterben. Was danach passiert, was den Tod angeht, das Todsein, da kannst du ja ein bisschen dich drauf vorbereiten, indem du mit Leuten drüber sprichst. Und dann weißt du schon mal, was mit dem Tod passiert, wenn du selber tot bist. Wie du stirbst, weiß man ja noch nicht. Und deswegen ist das auch ganz, ganz schwer, da die Angst zu nehmen. Gibt es Tipps, anderen Menschen zu helfen, wenn die jemanden verloren haben? Ja, gibt es. Sei da. Das ist so der größte Tipp. Eigentlich kannst du gar nicht so viel falsch machen. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, nimm so einfach in den Arm. Du musst gar nicht tough und stark sein in dem Moment. Ihr könnt zusammen schwach sein. Ihr könnt beide einfach nebeneinander sitzen und traurig sein. Und du musst da nicht funktionieren. Der Mensch gegenüber funktioniert gerade wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Und vielleicht braucht er einfach jemanden, der da ist. Und einfach nur im gleichen Raum oder in der gleichen Wohnung ist. Und das reicht manchmal schon. Dass man sich nicht alleine fühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ist es normal, wenn man nach einem ganzen Jahr noch traurig ist? Klar ist das normal. Vielleicht bist du den Rest deines Lebens traurig. Traurig sein ist ja total okay. Dass du selber irgendwie weiter funktionierst und du auch mal gute Momente hast, das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber wenn du an jemanden denkst, den du ganz, ganz gern hast und du hast die Person verloren, dann ist es doch ganz normal, dass du für immer irgendwie einen kleinen Stich im Herzen fühlst, wenn du an die Person denkst. Also das ist, glaube ich, was ganz Gesundes und das ist ja nichts Schlechtes. Das heißt ja nur, dass du die Person ganz, ganz, ganz toll gemacht hast. Ist es komisch, wenn man nicht traurig ist? Vielleicht gehst du damit anders um als der Rest der Familie? Vielleicht hast du deine Trauer irgendwie anders in dir? Vielleicht bist du später traurig und jetzt gerade einfach eher überfordert? Das ist ja alles in Ordnung. Du musst ja nicht auf Befehl traurig sein, nur weil man es von dir verlangt. Jemand ist gestorben, du musst traurig sein. So funktioniert ja Trauer nicht. Also ich würde sagen, setz dich nicht unter Druck und lass dir einfach Zeit. Und wenn du nie traurig bist, ist das ja auch okay. Wenn es jemand ist, um den du dich wirklich immer gekümmert hast und das war jemand, der dir ganz, ganz nahe stand, dann wirst du auch irgendwann traurig sein. Das kommt dann ganz, ganz natürlich aus dir raus. Und dafür kannst du dir Zeit lassen. Bist du gläubig?
Was glaubst du, passiert nach dem Tod? Ich bin nicht gläubig, nein. Und ich weiß überhaupt nicht, was nach dem Tod passiert. Ich arbeite oft mit Leuten, die wirklich fest an Gott glauben. Es ist dann irgendwie noch jemand irgendwo im Hintergrund, den ich nicht sehe, aber den die irgendwie fühlen. Und das kann natürlich total helfen, dass die da so ein bisschen Schutz und Halt noch haben, den ich denen ja gar nicht geben kann. Und was nach dem Tod passiert, boah, das ist ganz komisch. Manchmal sehe ich Verstorbene und bin mir nicht ganz sicher, ob da vielleicht noch irgendwas ist, weil der Gesichtsausdruck so ist, wie er ist, oder die Hände irgendwie eine Sprache sprechen noch. Das kann ich nicht sagen. Das ist ganz spannend und das erlebe ich auch von jedem Verstorbenen zum nächsten ganz unterschiedlich. Danke für die Fragen. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten. Ciao. Und euch vielleicht auch ein bisschen motivieren, den Tod aus dieser dunklen Ecke rauszuholen und mal selber darüber zu sprechen, wie denn vielleicht eure Beisetzung aussehen soll. Wir sehen uns. Kann ich das nicht machen? Ich fand das ganz gut. Nein, ist das zu krass? Ja.